dann. Ja, ja, jetzt warte doch mal. Ich kann doch nicht die Mama über der Haufe rennen. Mama, geh mal gerade rüber. Ei, du bist gut, wo soll ich dann hin? Ei, seitlich auf die Seite oder nach hinten hinaus? Heinz, kann ich was helfen? Jo, geh aus der Fies. Ei, ist gut, dass ich das weiß. Alter, brauchst du ja nicht so froh. Ei, Stefan, wo gehst du dann hin? Ei, zwangsläuft die Treppe doch nuff. Wir müssen doch zuerst mal die Roller ins Haus schaffen. Kommen ihr dann doch überhaupt um die Kurve? Das glaube ich nicht. Hätte man es mit Teppichboden Platte gemacht, hätte man den Zirkus nicht. Hätte man, wenn man im Zelt wohnen täte, reicht mir nur das Gras zu schneiden. Stefan, das ist nicht zum Lachen, der Teppichboden kostet Geld. Bin ich so genug aus der Fies? Das wäre das erste Mal. Und wenn ich gleich ins Wohnzimmer gehen tät? Was? Und der Teppichboden? Oh. Wir gehen jetzt mit dem Teppichboden noch mal zurück. Und dann gehe ich gleich ins Wohnzimmer. Ah, das wollte ich gleich bedenken, dass man so, weil anders müsste man ja. Macht das nichts, wenn man den Teppichboden knickt? Nein. Wieso? Ich weiß nicht. Hopp, dann müssen wir noch einmal zurück. Mir hätte den Teppichboden ruhig noch ein Jahr leihen lassen können. Im Jahr ist die Teppichrolle auch nicht kleiner. Gibt's dann die Rolle nicht schmäler? Doch, dann sind sie aus Papier und hängen auf dem Klo. Hopp, was ist dann, wenn wir so weitermachen, sind wir in 4 Wochen noch nicht fertig. Warum? Ist doch was Besonderes. Das ist der 30. Todestag von deiner Mutter. Moin, Heinz. Du hast den Teppichboden verliehen? Nee, ich hatte angefangen, Albohan zu spielen. Was? Jo, mir tun Teppichboden verleihen. Ah, sieht aus, als Dätsch Alphorn spiele. Nee, ich tun Teppichboden verleihen. Ah jo, schau mal, was gedenkt. Gott, Stefan, pass bloß auf den Lack auf. Ich darf gar nicht dran denken, wenn der Teppichboden wieder raus muss. Dann könnte man ihn ja auseinanderschneiden. Ja, du bist gut. Soll ich die Tür weiter aufmachen? Nee, die Puste weiter auseinanderziehen. Es hätte mich ja gewundert. So, das hätten wir geschafft. Mich, eben, die haben ja den Teppichboden verkehrt drin getragen. Wieso? Das Dorn muss da oben hin. Na, jetzt kann ich nicht mehr schwätzen. Deswegen ist auch der Teppichboden wahrscheinlich da so bes durch die Tür gegangen. Nee, das war ein Scherz. Es ist doch egal, wie mir deine Teppichboden da rinlehe. Der ist doch Uni. Gell, das ist eine schöne Farbe. Wieso leiht der Teppichboden verkehrt rum? Heinz, hör doch, die Farbe ist doch Uni. Was? Wenn der Teppichboden leiht. Wenn er jemals liegen sollte, ob schön oder nicht schön, das ist ja Auslegungssache, dann stift ich ein Kerz, so groß wie die Teppichroll. Hätte mir nicht solle doch der Schrank besser in die Micke, Mitte ricke. Ach was, und dann? Mensch, der Schrank hupst hier auf den Teppichboden oder so. Komm, hier uff, mir lädt der Teppich rum. Butte drum rum. Fange ihr halt noch mit dem Teppichboden an? Ach was, fange heute noch an, der Teppichboden zu verlegen. Ei, da haben wir ja heute Nacht den Teppich, Rolldolleie. Dann tragst du wieder raus. Und jetzt? Was und jetzt? Jetzt schneiden wir da den Teppichboden, dass er da unter den Schrank passt. Stimmt's doch auf meiner Seite nicht. Das ist doch viel zu lang. Ja, das kann man doch abschneiden. Ach so, jo. Jo, es ist ja gut. Ich bin ja von Haus aus kein Teppichbodde. Schieb's mir noch da runter. Was? Der Teppichbodde! Es ist ja in Ordnung. Jetzt bleiben Sie mal auf dem Teppich. Abgesehen davon geht das so nicht. Es passt zwar da um Ecke, aber da bei mir an der Wand nicht. Ich hans noch doch, doch noch gar nicht, noch nicht geschneit.
Wer hat denn eigentlich deine alte Teppichbeule geläht? Eine Rot-Erwin. Und, ist der nicht mehr aktuell? Nee, der ist vorst ja gestorben. Ah. Du Heinz, ist das doch hin im Ecke, ne? Du bist ja arisch gepetzt. Ich muss noch doch... Ich han... Es ist doch... Schneide! Verstehste? Nee. Der Herr meinte, die Auslegware sei noch nicht getrimmt. Ach so. Das ist ja das, was ich immer wieder sah. Teppichbude auf der Bude legen kann jeder. Aber da im Ecke steckt das Detail. Wenn man das jeden Tag macht? Ich kann doch nicht jeden Tag da eine Teppichbude legen. Nee, als Handwerker. Die kriegen ja Geld für. Wirklich? Es muss ja nicht so genau sein. Wichtig ist ja nur, dass da im Wohnzimmer so der grobe Eindruck... Der grobe Eindruck ist gewährt. Dein intelligente Sprichart. Ihr wisst, was ich meine. Man kann ja auch da im Notfall eine Vase draufstellen. Hast du genug Vase? Also, ich könnte sowas nicht machen. Mir auch nicht. Wie das Wohnzimmer doch leer so groß ist. Was? Ich habe gesagt, das ist so groß. Das ist, wenn es leer ist, ist es so groß. Das ist, wenn es leer ist, auch nicht größer wie sonst. Ei, nee, aber kann man sich gar nicht vorstellen, dass die ganze Möbel da drin passen. So, ich gehe dann mal noch in die Küche. Hast du das verstanden? Jo, sie wollte sagen, dass das Wohnzimmer, wenn es leer ist, größer aussieht, wie es eigentlich ist. Das weiß ich ja. Wir müssen den Teppichboden in der Ecke noch rechtwinklig schneiden. Dass der dich nicht mache. Das hat mit Dede nichts zu tun, das müssen wir machen. Der Ecke ist doch rechtwinklig. Wenn der Ecke aber jetzt nicht 100% 90 Grad hat. Was? Wenn die Dorwand doch nicht im rechten Winkel ist und du schneidest den Teppichboden im rechten Winkel, da musst du doch dann da wie so Keil Teppichboden insetzen. So viel Vase haben wir nicht. Das habe ich nicht verstanden. Dann schneidest du es, wie du es willst, und dann wirst du es sehen. Und wenn es dann nicht passt? Hast du es jetzt verstanden? Ach du Mensch, das... Genau. Ah jo, nee, das... Ich würde sagen, dann lehnen wir es da an, weil da hinten das Stück bis zum Schrank ist nicht so lang. Woher willst du denn wissen, dass die Wand im rechten Winkel ist? Oh. Wenn sie nicht im rechten Winkel ist, dann haben wir doch da an der Wand nicht so viel zu schneiden wie an der da. Vorne bis an die Küchentür. Bei Nähe. Ist das überhaupt Teppichbude? Der richtige Teppichbude? Wieso soll das nicht der richtige Teppichbude sein, Mama? Han ihr nicht was von Uni gesagt? Und der hat aber kein Muster. Uni, das lernt man schon auf der Uni, heißt nicht gemustert. Nicht? Doch, man lernt's. Aber es ist nicht gemustert. Aber schön ist er doch. Das hat kein Mensch gesagt. Ja, und was ist dann kariert? Das ist ein Muster. So wie die Platte im Badezimmer. Jo. Aber die Platte sind Uni. Ach, das gibt's doch nicht. Naja, jedenfalls ist das Wohnzimmer größer wie vorher, also... Was hat sie denn gewollt? Ach, irgendwie versteht sie nicht den Unterschied zwischen gemustert und Uni. Der Uni ist hell. Und die Uni ist nachts dunkel. Kann das sein, dass die Frau da in der Küche und du, dass ihr zusammengehöre? Hä? Nix. Alles bestens. Das Thema ist abgeschlossen. Awei, fällt mir was in. Ich glaube, ich habe das mit Mosaik verwechselt. Das ist eine Republik in Südostafrika. Ach du lieber Gott. Ich wollte mir hätte die Ecke am Schrank schon geschnitten. Wenn man den Schrank abgebaut hätte, hätte man es einfacher.
Ach, geh fort, dir einen Schrank abzubauen und das ganze Geschirr da drin stehen lassen. Ja. Dann komme man nicht drum rum zu lehe. Irgendwann mach ich die ganze Butte da unten mit Fliese. Das haben sie im Eckstäbchen im Nebenzimmer auch, die haben so beige-braunes Muster. Wenn's die Mama versteht. Zum Glück hat der Teppichboden keine Streife. Wie? Als Muster. Nicht so laut. Also mit dem Meierkurt haben wir bei Ihnen im Schlafzimmer zusammen Teppichboden verlegt. Der hat so dünne Streife gehabt. Und wenn die ja nicht parallel zur Wand sind, sieht das ja furchtbar aus. Haben wir auch mit so ein paar Mal Schneidung. Ach du lieber Gott. Da haben wir auf der anderen Seite an der Wand müssen Stück ansetzen. Aber da ist dann der Schlafzimmerschrank hingekommen. Hast du nicht so gesehen, nicht? Aber. Mhm. Ach, dass die ihr Füß nicht hochheben können. Einer von euch zwei hat doch Streife auf der Botte gemacht. Die Streife sind jetzt in der Küche. Was für Streife? Da vom Kühlschrank, die ganze Botte voll. Die gehen gar nicht weg. Jetzt versuch's mal mit Terpentin. Ja, es ist gut, sie sind ja weg. Jetzt nur, weil ich gesagt habe, sie soll es mit der Bedienung besuchen. Ganz bestimmt. So, jetzt legen wir bei dir am Schrank an. Das ist kein Gummibodde. Hä? Wenn ich doch dort zu meiner Seite ziehe, dann kannst du doch nicht gleichzeitig bei dir zur Wand ziehen. Jetzt hör mal auf. Ich tue jetzt den Teppichbodde da in der Ecke anpasse und wenn es dann da am Schrank stimmt, dann darfst du da bei dir an der Wand schneiden. Da geh ich sowieso nicht dran, das ist mir viel zu heikel. So, wenn das jetzt der Schrank ist, dann tust du vorne dran die Teppichbude hochlegen und tust unten an der Kant schneiden. Man muss halt immer nur aufpassen, dass man nicht so knapp messt. Verstehst du? Das Einzige, was mir bei der Sache klar ist, ist, dass du auf die Tapete gemalt hast. Mir du eine tapeziere, das sieht man jetzt. Ach so. Ja, das sieht man doch nicht. Ach ja, sieht man's. Und als erster die Mama. Wo war am Durchstrichen? Genau da, wo du hinguckst. Von deiner schwarzen Absatz. Was weiß denn ich denn? Dort, dem der Turnschuh quietscht doch immer so. Das sieht man aber nicht. Und schon gar nicht als schwarze Streife. Es ist jetzt egal, sie sind ja weggegangen. Im Gegensatz zu den Strichen drin im Wohnzimmer auf der Tapete. Wer war dann das? Ich habe in den Schulschnitt gern gemalt. Jo, ich habe nicht daran gedacht, dass das... Wenn du mal Teppichbeutel um den Schrank legst, kannst du aber da immer angucken, wie es geht. Ich habe noch gedacht, was sind dann da für Striche an der Wand? Ich habe... Zuerst gedacht, vielleicht hängt da was oder so. Habe ich gesehen, dass da auf die Tapete gemalt ist. Das nächste Mal tapezieren, ist wieder weg. Vorgestern hast du noch gesagt, die nächsten 3-4 Jahre werde man das Wohnzimmer nicht tapezieren. Kannst du jetzt nicht in ein paar Striche das Wohnzimmer tapezieren? Das hat kein Mensch gesagt. Man malt auch nicht auf die Tapete, oder? Ich nicht. Wenn gehobelt wird, dann... Sind Striche an der Wand. Alte Handwerkerweisheit. Gibt's nicht auch so eine ähnliche Bauernregel? Malst du auf die Tapete früh im Mai, ist der April vorbei. Du Heinz, ich habe mir überlegt, sollte man nicht bei der Gelegenheit im Wohnzimmer das Möbel umstellen? Wie? Ei, umgekehrt. Der Wohnzimmerschrank rüber an die andere Wand. Ach, die Wand ist doch viel zu kurz. Du hast doch oben noch die Wohnzimmerdier. Kannst du die Wohnzimmerdier nicht zustellen? Ein Sofa passt doch gar nicht da in die Ecke. Und am Schrank ist doch gar kein Teppichbutte. Aber einer Vorteil hätt's, wenn das Sofa da an der Wand stehen dät. Dät man die Striche an der Wand nicht mehr sehen. Komm, hier auf mit so dumm Zeug. Jo, es ist ja jetzt... Es war ja nur Idee. Ach. Obwohl, der Fernseher
könnte man dann da stehen lassen. Und huck mich dann auf den Schrank vor, Fernsehen so gucken. Ach so. Nee, Mama, das geht nicht. Das Roswitha hat gesagt, neulich, wie es getroffen haben, sie hätte jetzt umgestellt. Ach ja, wie wäre mir Platz haben? Nee, von Öl auf Gas. Das ist mir jetzt gerade so ingefallen. Wäre ihr dann morgen da drin eigentlich fertig? Morgen müssen wir fertig wäre. Ach ja, wäre mir morgen fertig. Weil ich wollte sagen, wenn ihr dann fertig sind, sagen Bescheid und dann gehe ich noch mal mit dem Staubsauger durch. Weil da hier so viel Fäde und Schnipsel ja und wo man da laufen abschneidet, du schaffst das Stück noch mal durchsaugen. Ah jo, das meine ich ja. Was kommt denn eigentlich im Fernsehen? Nix. Sie steht dort drin im Fernsehen. So alles ausgeräumt. Ah, jo. Ah ja, man muss ja auch nicht immer. Es steht ja auch kein Sofa drin. Ja, so weit käme es noch. Wenn Fußball käme, der seit 3 Wochen da in der Küche das Fernsehen stehen. Wo kommt Fußball? Ich habe nur gesagt, wenn. Du hast doch gar keinen Anschluss. Gott sei Dank. Mir hätte die Kante noch können mit Silikon machen. Warum? Ah ja, ich habe noch eine Kartusche und... Alter, gibt's doch nichts abzudichten. Ah ja, aber es sieht immer besser aus. Aber der ist noch gar nicht ziehen, der Teppichboden ist noch drüber. Trotzdem. Aber im Bad, die Eck in der Dusche, die könnte man noch immer neu mit Silikon machen. Jo, das halt doch nicht. Ewig nicht, nee. Da dätschst hinschmiere, obwohl es nichts nützt und im Bad, wo es sinnvoll wäre, da machst du es nicht. Ich hab's doch schon wie oft gemacht, es halt doch nicht. Vielen Dank für das Gespräch. Du Heinz, die Kaffeemaschine geht nicht mehr. Hast sie innen gesteckt? Ach, ajo, han ich die Kaffeemaschine innen gesteckt? Silikon nützt da ja auch nichts. Nee. Vielleicht ist ein Kurzschluss auf der Steckdose. Ach, was? Das Lämpchen von der Kaffeemaschine brennt. Hast du Kaffee im Filter? Was hat das dort damit zu tun? Das gibt's doch nicht. Das Kaffee, der dich dränge. Hast doch gehört, dass die Kaffeemaschine kaputt ist. Da muss man den Kaffee halt so machen. Wie? So? Ohne Maschine? Ja, ohne Maschine. Mit heißem Wasser aufbrühe. Wenn bei euch jungen Leuten heute da der Computer kaputt ist, kann er noch nicht mal mehr Kaffee kochen. Vor alle Dinge ist Kaffeemaschine Computer. Wisch genau, was ich will. Ach, oh, das Dorschen. Also jetzt kann ich nicht mehr schwitzen. Ich habe ja gar kein Wasser in der Kaffeemaschine. Das habe ich mir gleich gedacht. Als Computerspezialist. Wollen wir einen Tass Kaffee? Jo. Die Dofra. Das hat die Mama auch immer. Was? Ei, der Dormann. Wo ist denn das Messer? Was für ein Messer? Das Buttermesser. Schneidemesser. Jo, das Butterschneidemesser. Ach du Mensch, das Teppichmesser. Ei, jo, das Teppichschneidemesser. Ja, dann sag doch gleich, dass du das Teppichbottenschneidemesser suchst. Herrgott, und wo ist das jetzt? Tja. Wo es jetzt ist, weiß ich nicht. Eben hat es noch da gelegen. Ich will nicht wissen, wo es die ganze Zeit war. Ich will wissen, wo es jetzt ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Jetzt amo, besser dein Au aufmache, wie französische Sprichzeklöppe. Ah, guck mal da. Ein Messer, ein Messer. Wie machen wir dann eigentlich den Übergang an der Durchgangstür? Wie den Übergang bei der Durchgangstür? Ey, da vorne an der Tür, wo es zur Küche geht, da musst du doch. In der Küche leid doch Linion. Linon.
Kunststoffbodde. Oder legst du in die Küche eine Teppichbodde? Nee. Nee. Also. Ach so, ah ja, wir müssen zwischen der Puste in der Mitte einen Stoß machen und dort drüber erleichtert oder sowas. Mehr ist es noch nicht. Also, es geht doch. Ah jo, geht das. Aber wer schon was nicht geht? Hä? Wenn wir jetzt an der Wand gerade abschneiden, dann fehlt uns das Stück als Einzug für die Küchentür. Wir müssen mit dem Warte noch ein bisschen schneiden. Mit dem Schneide noch ein bisschen warte. Das muss ja stimmen. Wie lange leiten eigentlich so ein Teppichbodde? Wie? Ah ja, wie oft muss man denn wechseln? Ach so, ich glaube, dass der Alte fast 10 Jahre gelehrt hat. Ah, ach ja, das geht ja noch. Weil oft mache das meine Nerven nicht mit. Ihr seht nichts mehr gewöhnt. Wir haben früher in der Herbstferie, mir sie helfen Kartoffeln ausmachen. In der Zeit haben wir aber brauche kein Teppichbode zur Lehe. Das hat es ja damals in dem Sinn gar nicht gegeben. Heute gibt es keine Kartoffeln mehr. Nee, also, die waren ja maschinell geerntet. Ich kann aber, wenn es dich beruhigt, im Garten ein paar Pommes frites setzen und fahre in den Supermarkt zur Ketchup-Ernte. So, dein Teppichmesser. Brauche ich nicht. Warum hast du denn dann so dringend gesucht? Es ist immer besser, wenn man sein Zeug zusammen hat. Apropos übrigens, wo man davon schwätze, der Meierkott will noch anrufen, weil ich will dem seine Schwingschleife haben. Der wollte gestern schon anrufen. Ei, es wundert mich sowieso schon die ganze Zeit, warum das Telefon mit aufgewickeltem Kabel draußen auf dem Flur steht. Was? Das Telefon steht seit gestern oder vorgestern draußen auf dem Flur. Das ist ausgesteckt. Ach, das habe ich bestimmt ausgesteckt, wie meine Teppichbeutel rausgerobbt hat. Da kann der lang anrufen. Ich steck's nachher in. Mal wissen, ob er überhaupt angerufen hat. Das sieht aber nicht schön aus, wenn der Teppichbeutel da in der Kante so verfranselt ist. Da kommt dann noch die Fußleisch drüber. Da. Die Holzleiste? Ah jo. Ich mache aber vielleicht welche aus Plastik hin. Die Holzleiste kann man fortschmeißen. Ei, ich habe sie schon fortgeschmissen. Und wenn man sie jetzt noch gebraucht hätte? Brauchst du doch jetzt nämlich. Es geht hier darum, dass man froht. Brauchst du die Holzleiste noch? Komm jetzt. Was ist denn da mit dem Stück Teppichbodde? Das kann man fortschmeißen. Das hier ist. Ah, nee, das brauche ich noch da unten am Schrank. Deswegen freue ich immer vorher, bevor ich was fortschmeiße. Wie kommen eigentlich die Leiste dort an die Wand? Die müssen wir ausmessen, macht man sie dran. Ah jo, aber wie? Es gibt selbstklebende und die andere Musche selbst klebe. Was? Es gibt Leiste, wo es selbst klebe und die andere Musche selbst dran pappe. Und es gibt welche, wo du mit so kleine Nächelchen an die Wand nachrutscht. Was haben wir für welche? Noch gar keinen. Ich muss noch kaufen gehen. Könntest aber schon einmal ausmessen, wie viel das mal brauche. So viel ist das nicht. Du kannst schon ins Geschäft gehen und sagen, ich brauche nicht so viel Leiste. Das Zimmer hat ungefähr 80 Quadratmeter. Du kannst doch kein 80 Quadratmeter Leiste kaufen. Nee. 4 Meter und 4,50 Meter. Und dann hast du die Hälfte. Was? Länge mal Breite gibt? Jo, ich weiß. Das Zimmer hat doch 4 Seiten. Du musst auf die laufenden Meter ausrechnen und nicht die Quadratmeter. Oder willst du die ganze Bodde mit Leiste auslehnen? Wir können auch die Halde
alte Holzlärsche nochmal dran machen. Ei, das hättest du müssen früher sagen. Ja, da haben wir es schon. Hast du müssen fortschmeißen. Ei, du hast doch gesagt, man könnte sie fortschmeißen. Du hast sie schon fortgeschmissen gehabt. Jo, jetzt bin ich schuld. Jedenfalls, hinter am Schrank brauchen wir keine Lärsche. Und hinter am Sofa streng genommen auch nicht. Ei, das wären wir uns ja noch leisten können. Du musst ja nicht bezahlen, das kostet doch alles Geld. Mein Vater hat immer gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ihr junge Leute sind so, arbeite, hätt's da gar nicht mehr gewähnt. Was? Seit 3 da rutsch ich da rum, dass meine Kniescheibe plank sind wie meine Nerven. Vor 10 Jahren, wie der alte Teppichboden gelegt war, ist, da hätte ich vielleicht mal gerade können Tretroller fahren. Und bis irgendwann mal in, ich weiß nicht wann, in wie viel Jahr, ein neuer Teppichboden gelegt wird, bin ich auch kein junger Leut mehr. So, und just in diesem Moment, in der Blüte meiner Jugend, habe ich doch geholfen. Was willst du denn jetzt noch? Das Schneidemesser. Da leides. Könnt man ja halt das Wohnzimmer schon wieder innenräumen. Die Fußleiste sind doch noch gar nicht dran. Die sind noch schnell dran. Erstens sind sie nicht schnell dran und zweitens muss noch Kave gehen. Ah ja, noch bin ich jung, noch kann ich helfen. Samuel, press die Kaffeebohne einzeln aus. Ich glaube, ich trinke mal eine Flasche Bier. Warte doch. Die Mama kocht doch Kaffee. Du kannst schon nicht zum Kaffee Bier trinken. Ei, hopp, dann machen wir mal dort fertig. So, Kaffee. Jo, stell dir dort gerade irgendwo hin. Ist das Telefon eigentlich mittlerweile eingesteckt? Nee. Aber unser Teppichbauer hat jetzt ein Muster. Und nächste Woche spielt sich das Bäckersche Leben mal wieder außerhalb des Trautenheims ab. Was so alles passiert, wenn die Bäckers im Hallenbad auftauchen. Familie Heinz Bäcker, nächsten Montag, 21:45 Uhr im Südwestfernsehen. Unser drittes